Ein Anfang 50-jähriger, arbeitsloser, alleinstehender Dauercamper wird Pflegevater eines kleinen Mädchens. Und alle Behörden finden das okay. Heute wissen wir, dass er 41 Kinder sexuell schwer missbraucht hat. Und aus den bisherigen Zeugenvernehmungen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss wissen wir, dass es gravierende Kommunikationsmängel zwischen Jugendämtern und Familienhilfe gab. Die heutigen Zeugen vom Jugendamt Hameln-Pyrmont nehmen dabei eine zentrale Rolle ein. Sie waren fallführend. Sie haben das Kind über Jahre hinweg betreut, kannten den Haupttäter, standen mit ihm im Kontakt und hatten ihn regelmäßig auch auf dem Campingplatz besucht. Und auch wenn es niedersächsische Behörden sind, sind ihre Informationen nicht nur wichtig, sondern sie sind für die Einordnung behördlichen Handelns und die Bewertung behördlicher Strukturen auf nordrhein-westfälischer Seite unerlässlich. Sie werden aber vermutlich die Aussage heute verweigern. Die Aussage verweigern kann jeder Zeuge, wenn er denn das Gefühl hat, sich strafrechtlich selber zu belasten. Das ist Rechtsstaatsprinzip, das ist zu achten, auch wenn dieser Ausschuss ja eigentlich überhaupt nicht den Auftrag hat, Einzelpersonen strafrechtlich zu verfolgen, sondern wir wollen politisch aufklären, wir wollen Strukturmängel feststellen und diese beseitigen. Wenn ich an das Leid der Kinder denke, dann hoffe ich aus menschlichen Gesichtspunkten, dass die Mitarbeiter des Jugendamtes Hameln-Pyrmont doch noch die Ausschussarbeit hier unterstützen und aussagen werden. Ich glaube noch nicht recht dran und kann das auch schwer akzeptieren.